Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und zu Far Cry 3 Teil 14. Ja, Plan? Sich nicht von irgendwelchen Dingos abschrecken lassen. Und mein Plan war ja jetzt, dass man... Wieso bin ich jetzt hier? Ach ja. Ich habe den jetzt eingenommen. Und mein Plan war, dass man einen Außenposten sich schnappt und dann weitergeht in Sachen, wie soll ich sagen, Citras Tempel. Also ich würde sagen, wir schnappen uns diesen Außenposten hier. Wir haben zwar nicht mehr viel Munition. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Barsch hat mich geschnappt. Ich konnte mit Leesha fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Barsch. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Gut. Der Plan, ich habe gedacht, ich hätte ihn überfahren. Ja. Das ist schon wieder super Anfang hier. Aber so ist es ja mit eurem Commander. Ihr habt gesagt, ihr wollt den Gleiter, ne? Gut, ihr wolltet den Gleiter. Ich übersehe diese Fahrzeuge nicht. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die Drehung hin? Oder soll ich mir den schnappen? Ich habe nicht viel Munition. Vielleicht habe ich jetzt mehr. Nö. Dann schnappen wir uns den. So, nur 200 Meter. Nur hier sehe ich nichts, wo man landen könnte. Hier im Flussbett. Oh, hier ist er schön. Jetzt muss man nur aufpassen wegen Dingos. Ein Bär. Da kommt mir jetzt eine Idee. Und zwar, ja, jetzt kommt der Techniker raus. Wir schleichen uns hinten rum rein, machen die Kiste auf und der Bär soll hier mal aufräumen. Ich meine, viel ist es ja jetzt nicht. Die Idee finde ich eigentlich super geil. Jetzt hoffe ich nur, dass mir kein Dingo, weil es ist ja hier eine Dingo-Area. Eine Dingo-Area. Dass die mir hier nicht irgendwie ja, irgendwas... Küsst euch. Es wäre eigentlich schon auffällig, also wenn ich da irgendwie so ein Heinz wäre, der da arbeiten würde, hier so ein Rebell, dann würde ich auf so fliegende Möwen oder so einen Scheiß, würde ich auf jeden Fall achten. So, den Bär höre ich schon. Eine geile Idee, wenn ich da reinkomme. Mietz, 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 kleiner Bär. Ich befreie dich. Dreh dich rum. So.
Wenn der Kollege sich jetzt hier rumdreht. Aha! Geil! Geil, der Commander! Hat er geil gemacht, ne? Haha. Ich höre ein Auto. Wo ist der Bär hin? Ich fand das super. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich auch immer so interessieren. Also ab sofort für die Leute, die dieses Let's Play verfolgen und die sich das anschauen. Ich würde gerne von euch immer wissen. Ich habe gerade Stimmen gehört. Ich würde gerne von euch immer wissen. Da war doch einer, oder? Ach, da ist Kollege. Ich bin der Mann. Ich würde gerne von euch immer wissen, war das gut? Hättet ihr das genauso gemacht? Zum Beispiel in der letzten Folge habe ich ja hier den Bär nicht erlegt, beziehungsweise ich bin da rumgepirscht und habe da... wie heißt das? Hab den, ja, ignoriert. Man hätte ihn... Ja. Und da würde ich gerne von euch wissen, hättet ihr auf den geschossen mit Pfeilen? Ich habe jetzt gerade auf den geschossen. Ich habe es einfach mal, ich sag mal, riskiert. Zwei Schüsse braucht man mit Pfeil und Bogen, um den Bär zu erlegen. Haben wir jetzt gerade gesehen. Ich wusste halt vorher nicht. Jetzt stell euch mal vor, der Bär hätte, was weiß ich, 12 Schuss gebraucht. Dann sähe das Ganze schon ein bisschen anders aus. Was ich schade finde, dass ich jetzt nur einen Bär häuten konnte. Das stimmt mich ein bisschen traurig. Aber ich fand, das war geil gelöst. Also, ich habe mir, wie ich die Kiste, oder wie ich das Ding gesehen habe, habe ich mir gedacht, komm, den schnappst du dir so. Und das hat wunderbar geklappt. Also, seid ihr mir da, ja, auf dem Trip... Stürme, erobere, kämpfe wie ein Mann oder ja, so ein bisschen. Ich sag mal so, wenn das Ganze zugelassen wird, ruhig mal ein bisschen hier, ja, den Sneaky-Modus. Das würde mich mal interessieren. So, jetzt erstmal nur die ganzen Kisten hier. Oh, und zack. Also, du hast eigentlich immer Kohle. Wir haben jetzt zwar schon den Flammenwerfer. Ich habe eben, das wisst ihr noch nicht, habe ich hier in der Herstellung. Habe ich mir schon mal einen verstärkten Waffengurt gemacht. Das heißt, ich kann jetzt 4 Waffen tragen. Das Ganze hat zweimal irgendwie High-Gedöns gekostet. So, Kasua habe ich noch nicht. Beuterucksack. Ja, 2 Tapirfälle. Dann hier, ja, Hundefälle habe ich auch noch nicht. Munitionsbeutel. Habe ich auch schon den erweiterten. Jetzt brauche ich das Fell eines goldenen Tigers. Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, ich habe mal Raketenbündel habe ich mir gebaut. Genau. Da kann ich, wenn ich dann mal irgendwann ein RPG ja, bastel, kann ich mir da irgendwie was bauen.
Das ist erstmal alles uninteressant. Pfeilköcher. Brauche ich jetzt noch ein Bärenfell? Dann können wir den auch erweitern. Deshalb fand ich es gerade ziemlich schade, dass ich nur ein Bärenfell bekommen habe. Wer ist der Mann? Ich. Da war gerade ein Tier. Kann ich mir hier auch Munition kaufen? Inventar auffüllen. Alles an Munition. Nehmen wir. 10 Pfeile, Molotow, besten Dank. So. Jetzt haben wir alles voll. Nein. Das ist natürlich jetzt scheiße. So, wie sieht es denn aus mit grünen Blättern? Die sieht man hier so auf der Karte natürlich nicht. Das ist natürlich schon mal super. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir ja Munition. Fahren wir rüber, holen uns den Außenposten. Beziehungsweise hier unten gibt es auch dieses Kasua-Land. Oder sollen wir hier zum Tempel? Nur zum Tempel, komm. Haben wir ja gesagt, machen wir so. Ich hätte nicht gedacht, dass das so, dass der Commander so flink ist, was die Sache angeht, aber war ja wirklich ich wollte gerade sagen, was ist das da vorne für ein Typ, ey? Kann ich hupen? Nee. Ja, da können sich meine Kollegen mal drum kümmern. Ich muss ja nicht hier... Da ist ein grünes Blatt. Ich weiß, ich achte sehr wenig da drauf. Ich muss da mal ein bisschen mehr drauf achten. Da war da einer. Da plündern wir den auch, ne? Ich meine, ich habe ja auch Kosten an Munition und dem ganzen Scheiß. Da müssen wir auch mal einen plündern. So, jetzt habe ich ja eben natürlich schon eine verballert. So. Als nächstes Tattoo hole ich mir dann dieses ja, zwei Blätter. Ich habe einen Bär gehört. Ich höre doch einen Bär. Was ist das da oben? Das ist ein Hirsch. Da auch? Freunde, da ist ein Bär. Scheiße! Also da muss ich sagen, das ist auch etwas, das hätten sie ein klein bisschen besser machen können, dass man erstmal hier ein, was brauche ich hierfür? Haut eines menschenfressenden Haies. Heiß.
Okay, jetzt habe ich den Brandpfeil natürlich da geopfert. Für den Bär. Und, was ich schade finde, der Bambus brennt hier noch nicht mal. Also, hier ist jetzt nicht irgendwie... So, erstmal gucken, wo ich jetzt hin muss. Rechts halten. So, was war dieses Häuschen hier? Legende, Häuschen, wichtiger Ort. Ach, hier packt er direkt die Knarre weg. Eine Elfenbeinfigur. Ihr könnt mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal so einen Marathon machen soll mit, ja, 6 bis 8 Folgen. Das würde mich mal interessieren. Bisschen hier mitnehmen, plündern. Wo, ich wollte schon immer eine Bube-Spielkarte haben. So, her mit dem kaminroten Blatt. Und dann gehen wir jetzt mal zur Citra. Hoffentlich sieht die heiß aus. Aber ich glaube schon. Hopp. Trifft Dennis. Fackel Ingwer. Bla bla bla. Ich habe ja wieder hier ein bisschen was Neues. Speicherkarten. Was haben wir denn jetzt eigentlich gefunden? Können wir mal eben gucken. Abgelehntes Patent. Arzneimittelagentur. Ja, super schön. Irgendwelche Drogenscheiße. Citras Tempel. Tierwelt, der asiatische Schwarzbär. Er liegt bei Commander. So. Hopp. Und ich halte die Fresse. Jason, ganz ruhig. Schön sichtbar. Keine Bewegung, okay? Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger. Der Citra vorgeführt werden soll. Der Commander-Krieger. Folge mir. Jetzt müssen wir da selber laufen. Schritt halten. Aber Videoüberwachung hier am Start. Sehr gut. Soll ich erstmal hier plündern? Ein bisschen zu früh, oder? Hier links geht's in eine Höhle. Da dieser dunkle Ding, der dunkle Punkt auf der Karte, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was das sein soll. Mein Bruder. Moin, Sens. Mahlzeit. Alles fresh? Dennis. Du hast einen Außenseiter hergebracht. Dieser hier wird nicht versagen. Zurück! Da ich bin Commander Krieger. Nicht der Außenseiter. Anderer Kanal. Zeig mir deinen Arm. Tada! Das ist Jason. Der, von dem ich erzählt habe. Hi. Ja, ruhig, Freunde. Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Ja. Nein, das habe ich aus Frankreich. Sinopanka Bauer.
sehr tapfer, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Danke. Gute Arbeit. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Ich dachte, du hast Humor. Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Gib dir nur 3. Die inneren Höfe noch viel weniger. Warum bist du hier? Ich brauche die Kraft, um Vars zu besiegen und meine Freunde zu retten. Ist das alles? Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Du bist ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Er hat meinen Bruder getötet. Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Berikan Saherba. Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Ja, Handys im Dschungel. Wow. Ja, Citra sieht das Feuer in dir. Was hat sie gemeint? Bring mir, was verloren ist. Trink, und du findest die Antwort. So, aber die Runde saufen wir erst in der nächsten Runde. Und dann schauen wir mal, was, ja, die uns da so Feines in den Tee gemischt hat. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Schreibt mir mal in die Videokommentare, wie ihr die Folge gefunden habt. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mehr gelabert. Ob ihr so die Vorgehensweise gerade bei dem Außenposten mit dem Bär vernünftig gefunden habt. Und ja, schreibt alles einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, ich bin raus. Gutschuss, euer Commander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.